It's okay. Go ahead, he's a doctor. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would. Saving her life. You're a doctor, right? Aren't you supposed to help people that are hurt? I promise you, it was just a dog bite. That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Who's she? Sarah. What'd I say? Stay inside. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding, and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? To find help somewhere else if I can. I understand you're scared, and I feel terrible delaying treatment. But we've got to be sure. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by Alvin, with it. Alvin, please. But, yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shed. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah, it's safer. I can't believe this. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Also, nett finde ich diese Aktion jetzt aber mal so überhaupt nicht. Was haben wir denn vielleicht hier drin? Much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Du willst doch nicht sagen, dass du das jetzt nähen willst, Mädchen, oder? Nee. Dann lässt sich das Ding auch natürlich nicht ziehen, war mir aber klar. Warte mal.
Hallo? Okay, danke. Sag mal, ist es... Das Spiel war gerade leicht buggy. Das Spiel war gerade leicht buggy. Nimm mal den Hammer, Mädchen. Noch warum schiebst du? Oh. Das war durchsucht. Wenn du meinst, das heißt durchsuchen, Mädchen, dann ist es ja okay. Ja, ein Rettungsring. Auch toll. Als ich das hier gerade angeklickt hatte, war das kurzzeitig etwas buggy. Ach, wegen dem Hammer. Ja, natürlich, klar. Es ergibt natürlich Sinn. Autsch. Das tat doch etwas weh. Aber damit kann man den Hammer dran. Und wir können das jetzt hier mal öffnen. Na komm, 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 komm! Bam! Und dann... Also sollen wir ernsthaft in das Haus rein? Das am besten ganz schön vorsichtig. So, wir versuchen jetzt. Erstmal das Fenster. Das wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit. Das war Numero Uno. Was ist mit Numero Dos? Dann die Tür, aber die wird auch nicht offen sein mit großer Wahrscheinlichkeit. Nee. Das habe ich... Komm schon. Das habe ich mir nämlich schon irgendwie gedacht. Das Fenster wird ja auch nicht offen sein. Aber da kommst du auch nicht mehr hoch, meine Liebe. Dann wird das da auch nichts bringen. Da hoch kommst du nämlich auch nicht. Ach komm. So. Du hast ein Hammermädchen. Du hast ein Hammermädchen. Nummer 1. Nummer 2. Ja, das ist Timing-Sache eigentlich hier nur. Jetzt vorsichtig da durchkriechen. Und am besten ohne dich zu verletzen. Du hast sowieso schon Schmerzen. Gruppensprechung. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Fine. Thank you.
Das war nicht gerade leise. Würde ich mal so sagen. Andy made my decision. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Could be. We don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. She said she was with a friend. Yeah, right. Whoever she is, they'll probably come looking for her. Great. They show up and we've got her locked in the shed. You think we should bring her in here? No, I'm just saying we wouldn't miss her. Lassen wir das Thema. Es könnte gefährlich werden, wir die ganze Zeit jetzt nur lauschen. Sowas kann nämlich ganz schön tief in die Hose gehen. Müssen wohl da hoch. Das Knacksen gefällt mir so gar nicht. Badezimmer, Schlafzimmer. Gucken wir erstmal ins Badezimmer. Oft kann da ja ein paar Sachen so versteckt sein. Der Medizinschrank zum Bleistift. Nadel. Bing. It's clean. Das ist gut so. Jetzt heißt es nur noch ein Still need some bandages and something to keep it from getting infected. Du meinst? Nee. Nothing. They have to have medical supplies around here somewhere. Gut, wir haben also schon mal was aus dem Badezimmer draußen geholt. That man sometimes. Need to have this baby. Let it be okay. Let it be his. Okay. Eine Schwangere haben sie also. Ist in Ordnung? Kann man arbeiten? Nein, kann man nicht. Dann aber jetzt. Was für Räume haben wir denn hier noch? Das Schlafzimmer machen wir einfach mal. Nur vorsichtig. Shh. You're not supposed to be in here. Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. Das wird auch nicht. Help me, and I won't tell him. I'm hurt. Please help me. I shouldn't. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. I
could die if I don't take care of it. Do you understand? I need something to clean it up and something to wrap it with. A clean bandage. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's what this supplies. I'll help you. Good. Thank you. I'm Sarah. I'm Clementine. We're friends, right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca is okay, but she's old, and that's it. And if her baby is a girl, it'll be forever before she's old enough to, like, be my friend. And then I'll be super old. We're not the same age. What? We're not the same age. You said we were. We're not. How old are you? I'm 15. I'm younger. A lot. You don't seem like it. That's just how it is. So we could be friends then? Yes. Promise? Yes. Pinky swears forever. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. I think this is it. That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry. I won't. Thanks, Sarah. Okay. Vielleicht hier drin? Jetzt ruhig! Vorsicht! Vorsicht! Niemand. Wir haben auch einen Schrank, falls wir uns verstecken müssen. Schreibtischschublade. Nein, eine... Nein. Wir wollen irgendwie... Exactly bandages, but they should help stop the bleeding. So. Geh in den Schuppen zurück. Wir hatten das... Ich habe die vage Befürchtung, dass es mit dem Macht daraus aber jetzt kein Minigame, dass wir das irgendwie irgendwie nähen müssen. This is gonna suck. Das wird es. Ich könnte sowas nämlich nicht. Zunähen und dann, glaube ich, dann clean machen, glaube ich, war das, ne? Für alle, die das jetzt nicht sehen können, schaut nicht hin. Auch ich habe meine Probleme mit sowas. Ah.
Mädchen, du schaffst das! Mädchen! Das in dem jungen Alter. Wie alt mag sie sein? 9 oder 10? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich glaube, sie ist 10. Ich verstehe dich vollkommen, Mädchen. Sie wird sehr benommen gerade. Was ich komplett verstehen kann. Du bist falsch abgebogen, Mädchen. Du bist falsch abgebogen. Sie weiß ich wenigstens aber zu verarzten. Jetzt wird's grausam. Wenn ihr hören wollt, wie ein Mädchen schreit, ne? Das wird Schmerzen. Mädchen, das wird Schmerzen. Das sag ich dir. Ich hab's dir gesagt. Okay, I'm good. I'm fine. Und jetzt das. Das wird das Harmloseste, Mädchen. Das wird das Harmloseste. Oh, ist das Spiel ein Arsch.